Hallo und willkommen zu einem kleinen Screencast, bei dem ich euch erklären möchte, wie ihr den Ton aus zwei Quellen zur selben Zeit via Puls Audio aufnehmen könnt. Prinzipiell gibt es die Möglichkeit, ja, bei Record My Desktop, beim Desktop-Recorder, die Möglichkeit, den Ton über Puls Audio aufnehmen zu lassen. Das ist von Haus aus nicht eingestellt. Ihr müsst es in den Einstellungen von Puls Audio, müsst ihr Puls eintragen. Ab dann könnt ihr über die Klangeigenschaften auswählen, welches Gerät bei der Eingabe benutzt werden soll. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein USB-Mikrofon angeschlossen, über dem das der Ton aufgenommen wird. Prinzipiell könnt ihr auch den Ton eures Desktops aufnehmen. Das ist ein bisschen komplizierter. Dazu braucht ihr den Puls Audio Lautstärkeregler. Und wenn ich den mal hier rüber schiebe, habt ihr jetzt die Möglichkeit, bei der Aufnahme zu sagen, dass alles, was hier über meine Soundkarte abgespielt wird, aufgenommen werden soll. Das kann ich zum Beispiel mal demonstrieren. Ich lasse mal ein bisschen Musik abspielen. Ihr hört jetzt gar nichts erstmal. Ich höre auch nichts, da ich die Boxen abgedreht habe. Erst wenn ich die Boxen aufdrehe, hört man, dass jetzt Musik abgespielt wird. Ich kann jetzt aber auch sozusagen nicht nur das, was über die Boxen gegeben wird, abgreifen, sondern ich kann direkt sagen, hier Monitor auf internes Audio, Analog Stereo. So, jetzt bin ich zurück wieder auf das Mikrofon. Das sollte nur eine kleine Einleitung sein. Prinzipiell, wenn ihr jetzt einen Screencast erstellen wollt, bei dem ihr den Ton eures Desktops wie auch das Mikrofon und eure Sprache aufnehmen wollt, müsst ihr das Signal beider Quellen kombinieren. Das ist möglich, ihr müsst aber ein bisschen Shell-Magie walten lassen. Prinzipiell müsst ihr hier meinem Beitrag folgen und eine Nullquelle für Puls Audio erzeugen und hinterher zweimal ein virtuelles Gerät erzeugen. Einfach zweimal. Jetzt werdet ihr sehen, wenn ihr unter den Anwendungen alle Spuren anzeigen lasst, dass ihr jetzt also zwei Loopback-Devices habt. Die habt ihr vorher nicht gesehen. Um jetzt gleichzeitig etwas aufnehmen zu können, wähle ich einmal als Eingang meine Soundkarte, das andere Mal den Monitor der internen Soundkarte und als Eingabe für Record My Desktop wähle ich den Monitor meines Nullmixes. So, ab jetzt sollte das, was ich spreche und das, was der Computer ausgibt, aufgenommen werden. Das heißt, ich kann hier jetzt Musik spielen. Ich drehe meine Boxen ab. Ihr solltet jetzt Musik und auch meine Stimme hören. Im Prinzip, Welcome here. kann ich jetzt auch ein Spiel starten, zum Beispiel Frozen Bubble. Und das, was ich hier jetzt spiele, hört man jetzt in der Aufnahme. Okay, prinzipiell war es das. Man kann hier auch, natürlich könnt ihr mehrere Loopback-Devices noch erzeugen, sodass ihr noch weitere Quellen gleichzeitig aufnehmen könnt. Im Endeffekt ist da eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt wenn ihr Musik macht, gleichzeitig Gitarre und Mikrofon aufzeichnen, wie auch immer. Also, viel Spaß!